Hallo, Victor Sperling hier von der Lime Weinbetrieb Südafrika. Ich will gerade ein bisschen was sagen über unsere Pinotage, den wir am Lesen sind. Und für den Rosé, der so beliebt ist in Deutschland. Wir haben schon fast 100 Tonnen Rosé reingebracht und die Qualität sieht super gut aus. Da ist nicht zu viele Trauben, auch nicht zu wenig. Das heißt, die Weinberg oder ist in ganz guten Balance, da wir sehr guten Vitaminen und Mineralen und Gerbstoffe in den Weintraube reinkriegen. Und dafür kriegen wir sehr gute Farben und hoffentlich ja, sehen wir dann auch die größere mineralische Geschmack und Konzentration im Rosé-Wein. Die Trauben sind jetzt gerade auf so 21 Balling. Wir tun die nicht zu reif pflücken, damit wir den Alkohol ein bisschen runter haben können, so bei 12 Volume Prozent. Und die Farbe ist noch gerade nicht am Rauskommen aus der Haut. Da kommt noch fast gar nichts raus. Daher müssen wir das im Presse für ungefähr 4 Stunden lassen, dass wir so ein klein bisschen Rosé-Farbe kriegen können. Ja, hoffentlich sind wir in 2 Wochen fertig mit Rosé-Lesen und dann könnten die ersten Rosé 21 schon in Deutschland im April da sein. Viel Erfolg und genießt Rosé. Tschüss. Everybody, welcome to Dalheim. At the moment, we're gearing up for the 2021 vintage. We're currently standing in one of our Pinotage vineyards, which is going to go to our famous Pinotage Rosé. As you can see, we've got a beautiful summer morning. It's nice and mild weather. It's going to get pretty hot today, which is perfect for what we're looking at. At the moment, we can see all the Pinotage has gone through Veraison. The sugars are currently sitting around 20-21 Balling, which is perfect for a rosé. The grape flavors are there, the sugar's there. I can really taste there's a good acid balance, so this shouldn't be much longer and then we'll have it in the cellar and ready to go. Alright guys, so we're here at our press, the first press of the Pinotage Rosé. The grapes came in nice and early in the morning, nice and cool. We've currently got the free run juice. As you can see, we've got a beautiful pink color this year, very light, very elegant. I think it's going to be one fantastic Pinotage Rosé. We have some of the Pinotage fermenting for the rosé. At the moment, it's still very early in the game. It's about 22 Brix Balling. As you can see, it's fermenting away. Flavors are amazing at the moment. Fermenting properly, still looking good. And I'm pretty sure this should be in Germany in time to enjoy your summer.